Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Heute mal ganz was Neues. Ich werde einen anderen Rasen-YouTuber besuchen. Yeah! Ja, wie cool ist das denn? Tatsächlich wohnt ein zweiter Rasen-YouTuber hier ganz bei uns in der Nähe. Und wir haben uns gedacht, wir treffen uns mal und machen darüber ein kleines Video. So à la Connor Ward und Ryan Knorr. Naja, vielleicht nicht ganz so. Aber ich bin sehr gespannt, wie das wird und ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Yeah! Was ich natürlich noch dazu sagen muss, mein YouTube-Kollege ist gerade umgezogen, ist gerade in ein neues Haus eingezogen und will dort seinen Rasen völlig neu gestalten. Seine alte Rasenfläche war ziemlich perfekt. Und die musste er nun leider mit verkaufen. Naja, schauen wir mal. So, Freaks. Wir sind da. Da ist er. Da ist er. Mojobs. Wir sind bei Mojobs angekommen. Was sagt ihr dazu? Und wir werden hier von Mücken zerstochen. So, liebe Rasenfreaks. Das ist Mojobs und er hat mir gerade seinen wirklichen Namen verraten. Er heißt nämlich Ruven. Ruven, genau. Das ist also Ruven. Ruven, super, dass ich jetzt hier bei dir mal über deine... Das ist keine Rasenfläche. Nee. Das ist mittlerweile eine Wüste. Über dein hier neues Grundstück, gerade gekauftes Grundstück, schreiten darf. Natürlich eine coole Nummer, dass wir hier mal zusammen filmen können. Ich habe schon auf der Anmoderation, auf der Autofahrt gesagt, ich muss immer an Connor Ward und Ryan Knorr denken, weil die auch genau so die ähnlichen Rasenfreaks sind wie wir. Wir sind, glaube ich, da ein bisschen ähnlicher. Die beiden sind ja doch sehr unterschiedlich von der Mentalität her. Sprechen halt eine andere Sprache, ne? Ja. Aber ne, der eine, wie ich schon gesagt habe, liebt das Kentucky Bluegrass, die Poa Pratensis und der andere, das, ja, Connor sagt immer Sissy Ryegrass, die Lolium Perenne. Und das ist bei uns ganz ähnlich. Also Ruven mag also auch das deutsche Weidelgras ganz besonders gerne. Und er hat jetzt, wie er mir schon verraten hat, für diese Fläche hier das ganz, ganz neue Weidelgras von, wie heißt die, Barenbruck gekauft. Ein relativ teures Gras, eine neue Züchtung. Und zwar Weidelgras, das Ausläufer bildet, das also auch Lücken schließt. Und das ist sehr spannend, das will er hier in seinem Kanal, hier auf dieser Fläche ausprobieren. Auf der Fläche. Genau. Das hier wird ein Golfgreen. Genau. Und das wird hier macht eine Brausrasenfläche. Was machst du hier für eine Rasensorte? Das weiß ich noch nicht. Ich habe ja echt Angst, hier mit Straußengras anzufangen. Ne? Also mit Bentgrass hier zu arbeiten, ich glaube, wird eine Hölle. Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, dann haben wir auf jeden Fall nochmal ein Date hier zusammen. Wenn das hier angelegt wird und dann grübeln wir mal ein paar Stunden drüber nach. Also wir werden das genau beobachten, ob hier eine vernünftige Rasenfläche entsteht oder nicht. Lieber Ruven, erstmal, weil der Levi doch keine Sticker hat, schenke ich dir meine Sticker. Und ich habe auch noch kein Logo, aber das ist Mitte nächster Woche fertig. Hier, warte mal, scharf stellen. Yeah! Rasenfliegsticker für Ruven. Jawohl, besten Dank. Und wo kommen die natürlich rauf? Auf meinen wahren Tschechen. Die kommen schön auf den Buddy raufgeklebt, auf meinen Swordman. Gleich mit drauf. Hoffentlich kriege ich dann mein Logo auch in Kürze und dann gibt es auch für dich, Herr Kraus, ein paar Sticker von Mojobs in deinem Briefkasten. Ich weiß ja, wo du wohnst. Genau, ja, das ist echt verrückt. Also Ruven hatte mich vor längerer Zeit mal besucht und weil er auch meinen Kanal natürlich geguckt und weil er auch gerade die ganzen Amerikaner und Australier alle guckt. Fan erster Stunde übrigens. Noch mehr als ich, glaube ich. Und dann kam er zu mir, hat mich besucht, er war total nett. Und dann hat er mit seinem eigenen YouTube-Kanal angefangen. Und das ist natürlich mega cool. Ich finde das super. Ich finde das auch klasse, wenn wir uns ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja sehr, naja, und es gibt solche Videokanäle. Hast du das aber vergessen zu sagen, dass du der Auslöser warst für meinen Kanal? Ja, sowas mag ich immer nicht sagen. Aber er war es. Dank ihm habe ich gestartet. Ich war mal bei ihm. Ich habe mal meinen Rasenmäher-Roboter tiefer gelegt mit Unterlegscheiben, habe ihm ein Video geschickt und er sagt, er ist ja cool, ne? Du sollst deinen eigenen Kanal starten. Ich habe ihm mein Wort genommen und im Mai 2020 dann meinen eigenen Kanal gestartet.
Schaut ihn euch an. Schaut ihn euch an, liebe Rasenfreaks. Ich werde auch seinen Kanal natürlich unten verlinken. Und sogar hier, ne? Ich kann auch sogar hier ein Video verlinken. Genau. Da oben in der Ecke. Da oben in der Ecke. Ja, cool. So, wir rennen jetzt noch ein bisschen hier über die Rasenfläche und philosophieren noch ein bisschen über seine Moose und seine totgespritzten Gräser. Mit einem hell-lilanen Golfball übrigens. Und wir machen natürlich eine Bodenprobe hier. Wir stechen mal in den Boden rein und schauen mal, ob das hier überhaupt irgendwas werden wird. Und das Allerschlimmste, er hat hier Mücken. Ja. Ich bin schon völlig zerstochen. Furchtbar. Also Ruben, da musst du als allererstes was geben. Ja, ich muss den Namen geben, dann muss ich sie öfter ansprechen. Vielleicht hören sie irgendwann auf mich, aber momentan ist es echt katastrophal. Wir wohnen noch erst seit 2 Wochen hier, ich muss sie mir noch erziehen. Wahnsinn. Hier sind ein paar Regentonnen, die kommen erstmal weg, damit hier keine Larven kommen. Und dann kommen die Rhododendren hier weg. Und dann. Obwohl die ja so schön sind, die Rhododendren. Aber ja, aber ich habe Andreas gerade schon einen By-the-way-Stick gegeben. Er hat danach gefragt und hat hier auch Muss mir erstmal hier meine ersten Bubbles hier. Du, ich sehe aus, als komme ich gerade aus dem Kriegsgebiet. Ich habe hier überall Löcher an den Beinen, ne? Also By the Way ist echt gut, aber ist auch wirklich fies. Wir machen jetzt hier Werbung für By the Way. Ja, genau. Ah, weg ist sie. Hat neue Batterien, also gib alles. Rechter Knopf. Und das tut dann Vollgas. Das tut dann so richtig weh. Man brennt also hier, man brennt hier die Eiweißmoleküle kaputt und dann ist gleich aus. Ich habe das hier am ganzen Bein gehabt. Ne? Danke. Überall. Danke für diese Folter. Ja, wenn ihr euch wundert, warum das hier übrigens so katastrophal aussieht, warum wir hier irgendwo wahrscheinlich mitten in der Wüste stehen. Ihr werdet es in meinem neuen Video sehen können. Ich bin mitten in den Dreharbeiten zum neuen Video. Und ich will hier nicht zu viel spoilern, aber ich habe hier gesprüht, weil das hier war Katastrophe. 60% Unkraut, 30% Lolium und Festuca rubra und 10% Sand. Also ich hier gesprüht mit Vorox. Ich habe das übrigens nach der Technik. Chemie geht gar nicht. Ich weiß. Aber ich hätte hier keine andere Wahl. Ne? Also ich hätte hier mit so einem Schälgerät rüberfahren können. Aber nach der Methode von Ryan Noor. Ich habe hier gesprüht, habe 4-5 Tage gewartet, ob ein Unkraut nachkommt. Es kam was nach. Und dann gab es eine Runde Roundup mit ein bisschen Loredo Quattro gegen den Klee. Und deswegen sieht es hier aus wie in der Wüste. Aber erstaunlicherweise ist der Rasen trotzdem nicht ganz tot. Trotz Totalherbizid, ne? Wahnsinn. Also Totalherbizid und der Rasen kommt wieder. Wir können euch ja, genau, zeig mal bitte. Oh nein, das ist die erste Poa, die ich hier entdecke. Ja, natürlich, wenn wir hier live. Nee, das ist keine Poa, das ist Hirse. Das ist Hirse, das ist ja noch schlimmer. Hirse ist ja noch schlimmer. Wahrscheinlich ist das nur Hirse hier. Aber hier Fläche. Kommt wieder Grün durch, ne? Genau. Ich muss mal hier, nicht, dass wir hier Schleichwerbung machen. Genau, komplett, da haben wir schon. Komplett gesprüht und es kommt wieder Grün durch. Das kommt durch. Krass. Und ich habe in der Zeit, es hat zum Glück nicht geregnet, ich habe hier auch nicht gewässert. Ich habe aber gestern Babyshampoo hier raufgegeben, einfach um die Oberflächenspannung zu brechen, bevor ich hier neu nachsehe. Das Video kann Andreas euch vielleicht hier auch nochmal einblenden. Mein ansonsten Video zum Thema Wetting Agent. Wetting Agents. Und ich habe das mal mit Babyshampoo gemacht. Das heißt bei das mir ist gelbe Flecken. Super Tipp. Ein super Tipp. Babyshampoo ist genial. 100% biologisch abbaubar. Schäumt nicht so stark. Ja, da musst du schon das Richtige finden. Outdoor-Shampoo ist besser oder von Frosch gibt es ein 100% biologisch abbaubares Shampoo. Aha. Das habe ich gestern genommen. Kostet also auch nur 1,89 für 500 Milliliter. Ich habe ja Spüli genommen. Ne? Aus dem Bioladen Spüli, 100% biologisch abbaubar. Ja, aber pH-neutral? Das weiß ich jetzt nicht. So, wenn du nicht pH-neutral bist, zerstörst du dir den pH-Wert. Das weiß ich jetzt nicht. Da muss ich nochmal nachgucken. Deswegen habe ich Babyshampoo hier genommen, ne? Baden ohne Tränen, wobei ich dabei ja wirklich immer noch weine. Wollte ich jetzt nicht sagen. Also Babyshampoo ist auf jeden Fall super. Genau. So, okay. Ja, wir machen nochmal ein paar Shots jetzt hier von der Rasenfläche. Hier kriege ich Bauchschmerzen, ne? Also was, hier sprechen wir ja nicht mehr von Grashalmen, die hier durchkommen, sondern wirklich tote alte Strom. Also die werden schon wieder grün, ja? Ich muss mal diesen By-the-way-Stick wegpacken. Ja. So, die werden schon wieder etwas grün, ne? Aber das ist halt, kannst du als Zahnstocher benutzen, ne? Damit habe ich noch so meine Schmerzen. Von wegen alles totgespritzt. Das ist doch echt unglaublich. Aber das ist vielleicht ein Filz. Was ist jetzt dein Plan? Was willst du jetzt tun?
Ja, wahrscheinlich werde ich... Der geniale Plan kommt jetzt von ihm. Jetzt kommt mein Plan. Also, ich habe ja vertikutiert und ich sehe, es bringt nicht wirklich viel. Ich habe eine, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen rebellisch, ne? Und ich mache ja auch immer einen Rasenrambazamba. Rebell rufen. Ich mache jetzt hier mal, und ich bin nicht der Lawn Rebel, ne? Das ist immer noch Connor. Ja, lass uns doch mal machen. Ich glaube einfach, dass ich jetzt hier eine Rasenrandale mache, ne? So richtige Randale. Und wenn ich mit dem Vertikutieren jetzt hier nicht weitergekommen bin, werde ich die Rotationsbürste vom Swartman nehmen. Die sind ja wirklich dicht die an dicht. Die ich übrigens nicht habe. Ich kann sie dir ausleihen. Ja, aber ich weiß nicht, wozu ich sie brauche. Zum Lüften des Rasens. Ja. Nee, und damit kann ich wahrscheinlich noch mehr Filz wegkriegen. Schön die Hände schmutzig gemacht. Den Filz wegkriegen. Und ansonsten werde ich hier wahrscheinlich einfach, wenn ich den Filz ausblende, das Moos hier noch sehe, vielleicht einfach mit dem Eisendünger hier rüber gehen, um das Moos kaputt zu machen. Es ist aber schon ziemlich kaputt. Also. Es ist schon ziemlich kaputt. Ich bin gespannt, wie das mit der Bürste funktioniert. Also wir werden es in seinem Video sehen. Ich filme jetzt gerade. Erzähl ruhig. Ich teste nur deinen Boden hier. Na, du hast... Also er ist nicht schlecht. Guck, warte mal. Ja. Ich hoffe, ich filme überhaupt. Filme ich? Ich filme, ne? Du musst das nicht vergessen, dass die Wolfsburger Straße ein bisschen... ja, aber ich habe ein Richtmikrofon. Also das ist super. Das ist gut. Film, das ist gut. Er filmt. Also er filmt immer noch. Ja, ich habe mal jetzt hier ein paar Löcher gestochen. Also der Boden ist nicht schlecht. Er ist so auf den ersten, naja, auf den ersten 30 cm ist er gut. Die Grasnarbe ist ein bisschen verfilzt. Das merkt man auch, wenn man reinsticht. Und darunter wird es dann ein bisschen weicher und dann ist aber Schluss. Dann kommt man auf eine harte Schicht. Oh, hier ist gleich hart. Oh, ist wahrscheinlich wieder das Kabel. Oh, ich dachte nicht, dass hier irgendwelche Kabel drin liegen. Oh, oh, oh. Da muss man ein bisschen aufpassen mit dieser Spitze hier. Er ist nicht schlecht. Er könnte ein bisschen weicher nach unten sein. Hinten auf der etwas höhere Fläche. Wir sind ja auf der tieferen Fläche, hier auf der höheren Fläche kommen wir tatsächlich tiefer rein. Also da ist, glaube ich, so die Bodenstruktur ganz in Ordnung. Aber seinen ganzen Rasentod spritzen, völliger Wahnsinn. Lieber Rasenfix, ich habe jetzt Reuven überzeugt, dass er nochmal hier in seinen Boden mit einem Spaten reinsticht. Ich bin echt gespannt, wie der Boden aussieht. Wir geben hier jetzt alles. Ja, perfekt. Wollen wir gleich die ganze Sohle rausholen hier? Nee, also ich würde nur so einen Schmuck. So? Ja, ein bisschen breiter. Mhm. Ja, genau. Genau. Wir versuchen nochmal rauszuziehen. Oh, ja, genau. Da muss ich ihn ein bisschen anstehen. Zumindest so. Ja. Und so. Dafür gibt es übrigens auch tolle Geräte, was ich leider auch noch nicht habe. Aber guck mal hier. Schöner Mutterboden. Ich weiß gar nicht, was du hast. Das ist ein super, super. Du hast gemeckert. Nicht ich. Aber er ist ein bisschen verdichtet, aber ja. Er sieht gut aus. Das wird wohl die Festuca sein, die so tief wurzelt. Das ist meine Vermutung. Meine Vermutung, weil hier ist viel Festuca und Lolium. Die Festuca hat hier aber gewonnen. Du hast hier oben überhaupt nicht viel Rasenfilz drin. Nee, es geht oh. Eigentlich. Oh. Oh. Oh! Überraschung! Oh! Freak, da muss ich jetzt unbedingt scharf stellen. Da sind sie. Ey, ich glaub's ja nicht. Komm. Stellt scharf. Wir wollen nicht wissen, was wir gerade gefunden haben. Stellt scharf. Nein. Das ist ja krass. Engerlinge, blutet mein Herz. Scheiße. Oh, wie der sich auch bewegt, ne? Der fühlt sich gerade gestört. Der fühlt sich gerade von dir. Der weiß, dass du sie nicht aber magst. Aber es sind nicht viele. Es sind nicht viele. Ja. Der ein oder andere, ne? Ja, ein paar Nematoden wahrscheinlich raufhauen, was? Ja. Aber wie riesig der ist. Ich kannte die gar nicht. Du kanntest die nicht? Ja, doch, ich wusste, was sie... Aber ich hatte sie nie. Ich hatte immer Wiesenschnakenlarven bei mir. Und die haben sich bei jedem Regen immer schön verpieselt ins Trockene vor unserem Eingang zu Hause, im alten Haus. Aber Engerlinge hatte ich noch nie. Also er hat nicht nur Mücken, er hat auch Engerlinge. Oh. Drama! Hier ist wirklich Drama. Verdammt! Und jetzt habe ich wahrscheinlich gerade eingetötet. Zu. Sehr gut. Cool. Mojobs. Mojobs mit S bitte. Bei Mojobs. Genau. Bei Reuven. Danke fürs Zuschauen. Dankeschön. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.